Herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Wir backen heute einen Marmorkuchen, aber keinen ganz normalen, trockenen, bröseligen Marmorkuchen, sondern einen richtig saftigen. Also, du brauchst nur ein paar Zutaten und dann kann es schon losgehen. Wenn du auch gerne backst, dann abonniere kostenlos meinen Kanal, um keine Videos zu verpassen. Das sind hier die Zutaten für den Marmorkuchen. Das Rezept zum Nachbacken steht in der Videobeschreibung. Wir wiegen die weiche Butter, Salz, Zucker in eine Rührschüssel. Die Butter muss wirklich weich sein, damit die Kuchenmasse nicht grisselig wird. Am besten schon ein paar Stunden vor dem Backen aus dem Kühlschrank nehmen. Das Ganze schlagen wir jetzt mit der Küchenmaschine auf. Die Eier werden nach und nach zugegeben. Auch bei den Eiern ist es wichtig, nicht alle auf einmal oder direkt hintereinander reinzugeben, denn auch dann wird die Kuchenmasse grisselig. Also jedes Ei gut eine Minute unterrühren lassen. In der Zwischenzeit sieben wir das Mehl und das Backpulver. Auch die Milch wiegen wir schon mal ab und stellen sie bereit. Wenn alle Eier untergerührt sind, geben wir die Milch hinzu und lassen anschließend auch das Mehl kurz unterlaufen. So, die helle Kuchenmasse für den Marmorkuchen ist fertig. Bevor du diese in die Backform füllst, solltest du dafür sorgen, dass die Form gut gefettet ist, damit der Marmorkuchen nach dem Backen nicht hängen bleibt. Von der hellen Masse die Hälfte bis zu zwei Drittel in die Form füllen. Zu der restlichen Kuchenmasse wiegen wir Zucker, Milch und Backkakao. Auch den Kakao bitte durchsieben, damit im Teig keine Pulverklümpchen entstehen. Das jetzt alles vermischen und auf der hellen Kuchenmasse verteilen. Die Kakaomasse mit einer Gabel oder einem Löffel mit der hellen Masse etwas vermischen, damit die Marmoroptik entsteht. Der Marmorkuchen muss jetzt für circa eine Stunde bei 160 Grad Umluft backen. Inzwischen schmelzen wir die Kuchenglasur im Wasserbad. Den fertigen Marmorkuchen lassen wir auskühlen und nehmen ihn aus der Form. Die flüssige Kuchenglasur über den Marmorkuchen verteilen und kalt stellen. Ich wünsche viel Spaß beim Backen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr ein Lieblingsrezept vom Marmorkuchen habt und wie ihr diesen zubereitet. Das war's aus der Backstube. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch gern ein Like da und wir sehen uns in ein paar Tagen mit einem neuen Video.